Die deutschen Bischöfe haben vor einiger Zeit einen Dialogprozess gestartet. Jetzt hat es in Hannover das zweite große Gesprächsforum mit rund 300 Vertretern der katholischen Kirche gegeben. Was ist Ihre Bilanz? Mein Eindruck war, dass zunächst einmal vom Atmosphärischen das ähnlich gut und auch überraschend vertrauensvoll geprägt war von dem Miteinander zwischen allen Teilnehmern wie schon in Mannheim. Wir haben uns auf Themen konzentriert, die mit der Freiheitserfahrung der Menschen zusammenhängt und die aber auch im Zusammenhang stehen mit Entwicklungen in der Kirche, theologische Diskussionen zu bestimmten Fragen, die ja in der Breite auch diskutiert werden, die sogenannten heißen Themen. Und ich glaube, wir sind auch in der Offenheit der Diskussion, in der Bereitschaft, zu Ergebnissen zu kommen, die uns ein Stück auch nach vorne bringen, weitergekommen. Und von daher ziehe ich eine Bilanz, die ja insgesamt doch sehr positiv ist. Wie geht es denn jetzt weiter im Dialogprozess? Welche Themen liegen Ihnen besonders am Herzen? Also ich sehe als Thema vor uns vor allen Dingen die große Thematik Glaubwürdigkeit der Kirche und wie kann der Glaube an Gott wieder im ganz persönlichen und gesellschaftlichen Kontext Kraft gewinnen. Die Fragen, die nach der persönlichen, auch spirituell ausgerichteten Religiosität gehen und die sich dann verbinden mit einem zivilgesellschaftlichen Engagement von gläubigen Menschen. Das scheinen mir wichtige Themen zu sein. Dieses breite Spektrum einer Beziehung zu Gott und den Menschen beinhaltet dann natürlich auch eine ganz besondere Reflexion dieser Fragen, die als sogenannte heiße Themen eine Rolle spielen. Wo ist mein Ort als Frau, als Mann, als Jugendlicher in diesem Kontext von gemeinsamer Verantwortung? Ein besonderes Thema ist in diesem Zusammenhang natürlich die Frage nach unserem Verhältnis zu Menschen, die in ihrer Lebenssituation besonders auch es schwer haben mit der Kirche, weil sie nach einer ersten Ehe wieder, also sich haben scheiden lassen, wieder geheiratet haben. Sie sind nicht exkommuniziert, wie die Menschen oft sagen, aber sie fühlen sich oft an den Rand gedrängt, weil sie nicht zum Tisch des Herrn zugelassen sind aufgrund dieser Lebenssituation. Was können wir in diesem Kontext tun? Das ist sicherlich eine Frage, der wir uns ganz neu aufstellen müssen. Auch das Bistum Hildesheim beteiligt sich ja am Dialogprozess. Wann ist dieser Dialogprozess aus Ihrer Sicht gelungen? Wenn wir mit einer großen Bereitschaft uns gegenseitig zuhören. Also die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und uns auch aushalten in den verschiedenen Standpunkten, ohne dass sie dann letztlich geklärt sind, schon diese Geduld miteinander und das auch zuhören können, selbst dann, wenn es noch deutlich nur vorläufige Ergebnisse geben kann, das hielt ich für einen wichtigen Erfolg eines Dialogprozesses. Und dann ist der Dialog meiner Meinung nach gelungen, wenn er uns auch neu in eine Beziehung bringt, nicht nur zueinander von verschiedenen Standpunkten aus, sondern eben auch auf einer geistlichen Ebene den Dialog mit Gott selbst, also die Fähigkeit, mit ihm im Gebet zu reden oder in der Liturgie den Glauben zu feiern, wenn das auch einen neuen Schub bekommt, Glaubensverkündigung, Feier des Glaubens, dann, so bin ich überzeugt, ist dieses Unternehmen, Dialogprozess, ganz besonders von Wert und Bedeutung und Erfolg auch. Vielen Dank, Herr Bischof. Bitte schön.